Willkommen zurück beim neuen Let's Play zu Ark. Zum dritten Let's Play. Da vorne sieht man die Dodo-Armee von Audit. Der ist dabei, der Fabian ist dabei und der Sven ist dabei. Und ich bin gerade hier auf Svens Anwesen. Perseus. Du bist auf den Namen hingekommen bei dem Dilo. Keine Ahnung, einfach so. Du hast keinen bescheuerten Namen, dann halt den. Ah doch, ich hab Dings hier Zorn der Titan geguckt, genau. So, dann gehen wir jetzt mal runter, müssen noch weiter ein bisschen farmen und dann könnten eigentlich mal dann... Aua, irgendwann würde ich ja gerne mal ein bisschen erkunden, aber momentan ist, habe ich ein bisschen Schiss. Ja. Oh oh. Mach's doch wie ich und stirb einfach andauernd. Andauernd, ja, das klingt nach Spaß, aber... Ey, tatsächlich alles, was der Jan hatte hier... wieso sind die weg? Der hat sich hier Plattformen hingebaut. Und die sind weg. Wisst ihr, was damit passiert ist? Ne, keine Ahnung. Also ich... Das ist ein Schaden, weil unsere Wohlform ist auch weg. Also hier waren so 4x4 hier die Foundations. Und die sind weg. Nö, ich hab nichts weggemacht. Oder wird sich der Jan freuen? Gut, 4 Foundations sind jetzt nicht viel, aber... Wird irgendjemand die Schuld geben? Und ich im Zweifel, weil das immer so ist, genau, auch wenn Sven stirbt oder weiß ich nicht, oder wenn Roger stirbt. Nee, wobei bei Roger war es nicht so. Weil der Audit nämlich weiß, was sich gehört, im Gegensatz zu Sven. Was? Ja, genau. Beziehungsweise eigentlich hat das, als Roger gestorben ist, nur der Sven mitgekriegt. Und ich weiß nicht, eventuell hatte der auch seine Finger damit im Spiel, weil ich hab's nicht mitgekriegt. Das warst du? Mhm. Du hast dann noch mit Sternen geworfen. Roger ist gestorben, bei mir gar keine Message. Ja, ja. Ja, weil du angeblich gerade unter Wasser warst und nichts gesehen hast. Angeblich, ich habe Fische gefangen. Und du Fische gefangen. Ich bin nie bei euch da oben im Dschungel. Ja. Nur wenn du irgendwas kaputt machst. Ja, genau. Wieso hack ich eigentlich? Ich wollte doch gar nicht Holz hacken, ich wollte doch Steine hacken. Wo bist du eigentlich, Fabian? Gerade Holz, Steine kloppen, da wo wir eben waren. Okay, muss aufpassen, hier ab hier ist Dilo-Gebiet. Fledermausland. Ab wo? Wo bist du? Der hat schon gegoogelt. Ja, nee, ab da, wo wir eigentlich eben waren. Ach so, okay. Jetzt regnet es auch noch. Regnet schon wieder. Muss ich vielleicht mal anfangen zu bauen? Ach, du kannst erstmal unser Haus benutzen und dann. Nee, es geht um EPs. Na gut. Und Spaß an der Freude. Ich eh nur Hunde. Nee, baue genau, such dir einfach einen Spot in unserer Nähe. Baut es gerade nach, was sie Jan gebaut hat. Ja, genau, nee, das ist meins. Das ist, ja, das ist zufällig genau also auf der gleichen Stelle gewesen. Jetzt geh da weg. Nee, such dir da auch einen Spot. Ja. War hier so in der Nähe irgendwie so. Ah, hier nicht so weit. Nicht so weit weg, nee, direkt bei uns, meine ich. Nee, ich. Ich bin hier hinter dem Haus. Ach, du bist schon wieder weg. Jetzt bin ich, dachte ich, wo du... Nein, ich bin schon wieder zurück. Ich suche mir gerade einen Spot, genau. Ich will eigentlich mehr ins Wasser ran. Ne? Ich glaube, ich brauche so... Du kannst natürlich auch ein Häuschen bauen, weil da auch ein paar Crops sind, also diese Pflanzendinger. So, ich möchte so ein Strandhaus haben. Also so, ich will eigentlich nur so eine Chill-Out. Mit Terrasse, bitte. Ja, natürlich. Ja, auch groß genug, dass ihr alle mit chillen dürft. Gibt's eigentlich Sonnenliegen in dem Spiel? Nee, ne? Nee. Wenn, dann sollten wir ins Forum, im Steam-Forum mal zur Sprache bringen, finde ich. Sonnenliegen. Also, weißt du, wie in dem Film Vengeance, wo der Typ dann zum Schluss abhaut mit den ganzen Waisenkindern? Ja, so ein Ding baue ich. Ach, du meinst da unten am Strand dieses Zeltding da, oder was? Genau, dieses Zeltding. Die Luxusversion eines Ghettos. Das ist so ein toller... Oh, ich bin schon wieder überladen. Ein toller Film. Ja, das auch. Ja, hier. Ja, hier ist schön. Hier ist so eine blöde Schräge. Ja. Ein bisschen weiter hoch. Hier ist super. Wie viel Steine habe ich jetzt? Hier hat man so einen schönen Blick auf Strand. Also muss hier die Tür hin. Immer noch zu viel. Genug Platz für Sonnenliegen. Check.
Naja, komm, 10 Steine lass ich liegen. Was das wird. Wie Papas erstes Heimwerkerprojekt. Genau. Mehr Power. Mehr Power. Fangen wir an mit dem Dach, wie jeder. Genau, fangen wir mit dem von oben nach unten arbeiten. Erst genau. Das Dach bauen. Wie und zum Schluss das Fundament. Das alte Heimwerkerweisheit. So. Ja. Muss man nicht wissen, kann man aber wissen. Das ist, ja. Das ist hier so Physik durch Wollen. Oh nein, ich verhungere. Ich habe gar nicht mehr genug Essen dabei. Scheiße, ich muss schnell nach Hause. Wo ja, ich das wie hin? Wir alle wissen, ja, das ist eine logarithmische Spirale zeitlich, raumzeitlich gesehen nach innen. Ja, ja, klar. Hältst du mich für blöd? Kann man nachlesen? Du kannst aber auch einfach glauben. Weil es war. Oh nein. Oh, ich verhungere gerade echt. Das ist so eine Scheiße. Ich habe nicht die genug mitgenommen. Nein, keine Steine. Ich will jetzt gerade ein paar Beeren, bitte. Och, Mann. Nicht Fiber. Ach, Gott. Ach, Snap Point. Was ist denn ein Snap Point? Muss ich den auch bauen? Was? Snap Point ist doch eigentlich der Verbindungspunkt. Ja. Wo bist du jetzt gerade? Warte, ich komme mal gleich zu dir. Ich versuche gerade die Tür zu bauen, also das Ding für die Tür. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal ein Fundament legen. Ah. Ja, richtig. Du brauchst die Fundamente und die kosten richtig aber viel. Bei Minecraft gibt es die nicht. Dann kann ich noch gar nicht bauen. Ja, Leute, Strandhaus gibt es erst morgen. Du kannst keine Fundamente bauen? Oder was? Ja, okay. Nee, die habe ich nicht. Ich habe die, ich habe klugerweise die Wände und das Dach erkundet. Ja, wie soll ich denn wissen, dass es auf einmal so richtig, richtig physikalisch wird, das Spiel? Das ist nicht mal bei Minecraft brauche ich ein Fundament. Das brauchtest du schon bei Dune. Hoppala. Dune? Ja, da. Aber es war auch Dune. Das war auch Dune, ja. Genau, das war auch. Ach, das war sowieso Beste. Also, naja. Ja, das war super. Ja, schlecht gealtert, aber damals war es super. Damals war es super. Was hatte ich einen Spaß? Das Einzige, was nicht so Spaß gemacht hat, war jedes Mal wieder die Antwort auf das Passwort, auf die Sicherheitsanfrage zu raten. Weil ich natürlich keine Originalversion hatte. Oh, aber wenn man voll der Nerd war, ging das, weil ja, da kannte man natürlich die Panzerung des. Ja, da gab es ja nur drei Antworten. Das war dann irgendwie Heavy, Medium oder Easy oder Light oder so. Und dann. Ja, aber nach jedem falschen Antwort. Ja, du konntest kaputt so dir die Frage fragen. Geändert. Ja, richtig. Du musst halt Glück haben. War immer ein Drittel Chance oder so. Ja. Ja. Dune 2 war das, ja. Nicht Dune 1, weil Dune 1 war kein, ein Rollenspiel. Genau. Das, und die haben ja nur Dune 2 genannt, weil ja, genau, Dune 1 gab es schon. Na, weil wegen Rechte. Die kamen auch fast gleichzeitig, die Spiele wohl. Na, es war eigentlich blöd. Es war zwar beides Dune, aber das dann auch Dune 2 zu nennen. Vor allem Dune 1 hat keinen Arsch gespielt. Ich glaube nicht, nee. Und alle reden über Dune 2. Das ist halt der geistige Vorgänger von Command & Conquer. Ja. Absolut. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, ist das blau oder weiß das Ding, was da schimmert? Sehe ich jetzt gerade nicht, weil ich jetzt gerade nochmal. Achso. Ein bisschen Spark Powder hier. Ziemlich weit am Wasser. Also. Nee, Moment, Flint brauche ich. Hä? Ich habe doch gerade. Flint habe ich da, Stone habe ich da. Ach, ich muss das hier reinpacken. Ich bin auch dumm. Nee, weil wir haben nämlich jetzt für. Man kann halt in diesem Mörser auch Spark Powder machen, was wir halt für den Kühlschrank brauchen, aber was du auch in die Fackeln reintun kannst oder auch ins Lagerfeuer. Und das verbraucht wesentlich weniger. Also, dann sparst du zum einen Holz und zum anderen ist das sehr sparsam. Dann kannst du die Fackeln auch länger anlassen und sowas. Ja. Meine Axt hin. Und wo meinst du, leuchtet jetzt was? Moment. Oh nein, die Stacheln. Oh. Ah, Richtung wie gezeigt, wo ich gerade drauf zulaufe. Ach, da ganz hinten, das ist blau. Ja, oder was? Das ist blau. Und blau ist, glaube ich, Level 25 und ich bin... Nee, ja. Level 23.
Das ist auch ziemlich weit weg. Also, ja, da müssen wir uns schon. Das ist genau die Ecke, wo du am Anfang mal mit den Viechern da gestorben bist. Wie heißen sie noch? Ja, die sind ja nicht gestorben. Ja, doch, einer davon ist gestorben, nachdem er mich zu Tode erschrocken hat. Ja. Blödes Kackviech. Habe jetzt irgendwas gesammelt an. Der zeigt das echt nicht mehr so an, wenn man durch die. Sonst laufe ich halt immer durch die Büsche und nehme ein paar Beeren mit, aber der zeigt die nicht mehr an, dass man die aufnimmt. Also bei mir geht's wieder. Er zeigt sie wieder alle an. Ja, wenn ich stehen bleibe. Aber nicht, wenn ich laufe. Hast du noch Narcoberries gehabt, Jan, Fabian? Warum sag ich mal Jan? Narcoberry, einen habe ich gerade wieder gesammelt. Nee, eine ist zu wenig. Ich brauche mindestens fünf. Irgendwie sammelt man die viel, viel weniger. Brauchst du Narcoberries? Dann schmeiße ich ja welche runter. Na, ich wollte halt, ich habe ein bisschen Spoiled Meat und wollte wieder ein bisschen Narco-Gedönse basteln. Ich habe so ein 100er Stack, wo ich nicht brauche im Moment. Ja, ein 100er Stack geht wird bei mir auch schlecht, obwohl ich kann in den Kühlschrank tun. Ich habe ein Spoiled Meat, das ist nämlich auch alles vergammelt. Also selbst das vergammelte Fleisch ist nochmal vergammelt. Da habe ich auch im Inventar, was mache ich damit? Mit dem vergammelten Fleisch, das tust du in den Mörser und dann basteln wir daraus Narkotikum zusammen mit den Narco-Berries. Ah, okay. Damit können wir dann nachher Dinosaurier tämen. Da kennt er sich aus, der Junkie. Ich? Das hat all mein Wissen habe ich von Sven. Ja, genau. Jetzt bin ich so wieder. Aus vergammeltem Fleisch Drogen klauen. Also, auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Ich habe mit sowas gar nichts am Hut. Wie heißt es nochmal so schön? Der ehrliche Pusher ist von Bullen umzingelt, während beim cleveren Puncher stets die Kasse klingelt. Wo seid ihr? Ich hab gerade wieder Narcoberries gesungen. Ich bin jetzt hier unten am Haus und so einem fest gebackenen Triceratops. Den könnten wir eigentlich versuchen. Naja. Ich bin hier und schmeiß jetzt gleich die Narcoberries rein. Ne? Ja, ich sehe dich. Schmeiß mal runter. Narcoberries. Hui, dankeschön. Ist doch nicht den ganzen Stack, aber. Ja, den Rest packe ich jetzt gerade mal dann in den Kühlschrank. Dankeschön. Wieder. Drugs. I don't like the drugs. Damit hätte auch unser hinterer Schrank, den wir immer als Bärenschrank benutzt haben, ausgedient. Tun wir jetzt mal besser alles im Kühlschrank. Es ist echt blöd, weil ich hab, der Sven hatte natürlich recht. Du kannst so ein blödes Ding da nur hinsetzen, wenn ein Rohr ankommt. So, und das. Also das. Hab's ja gesagt. Ja, und das Doofe ist, ich habe jetzt ein Fundament drunter gebaut. Und trotzdem das Ding. Weil das Rohr, weil der genau da ansetzt, wo dieses Rohr ankommt. Ja, du musst es so weit reinsetzen, musst zwei gerade Rohre machen und dann das Ding draufsetzen, dass das Rohr durchgeht. Der untere Kreis, da setzt das Rohr an. Und natürlich so ein. Und deshalb schwebt das auch bei mir, obwohl ich das direkt auf ein Fundament gesetzt hatte. Naja, blöd, ey. Das müssen ja noch ein bisschen. Mit den Rohren, dass die ein bisschen flexibler sind, das wäre schon ganz gut. In unterschiedlichen Winkeln oder so. Naja. So, Fabian, ich laufe jetzt wieder da unten hin, wo wir eben waren und Steine kloppen. Ja, ich habe hier gerade ein Felsset drin. Also ab und zu lohnt es sich auch mit der Spitzhacke auf Bäume zu hauen, weil Thatch, wie gesagt. Ja. Schon immer braucht man, um die zu reparieren. Braucht man zum Reparieren, brauchen wir für unseren Dünger, braucht man für alles, was du baust, auch. Ja. Oh, ich habe ein Level up. Und diesmal mache ich das sogar direkt. Oh, ne, so nicht. So. So. Die Röhrchen brauche ich ja. Ups, so.
ich jetzt davon erstmal noch was? Nö. Läuft jemand um mich rum? Ja, das bin ich. Wollt ihr beim Kloppen helfen? Wozu braucht man eigentlich einen Kompass? Ist doch so blöd. Das kannst du an der Karte immer sehen, wo du hinläufst. Naja. Dann, ich glaube, den Kompass brauchst du später dann bestimmt, um andere Teile wieder freizuschalten. Das kann natürlich sein, ja. Das habe ich so schon. So zum Beispiel wie das Fernglas hier. Genau dasselbe, da gibt es später Visiere für die Waffen, muss aber das Fernglas vorher erforscht haben. Okay. Na, ich spare mir jetzt einfach meine 7 Punkte noch auf. Mach das ein anderes Mal. Warum habe ich eigentlich eben. Der Audit hat letztens 63 Punkte noch gehabt. Was? Ja, ich erforsche nämlich nicht jeden Dreck. Ich brauche nur Waffen. Na, alles andere vernachlässigt dann. Unsere Waffenfanatiker wieder. Hast du dir schon mal so einen Speer gebaut? Ne. Oh, noch nicht. Achso, meinst du einen neuen Speer oder nicht was? Nicht den Metall. Ja, den Metallspeer meine ich. Ne. Leg schon keinen Wert drauf. Weil das soll auch nicht kaputt gehen, gar nichts. Was für ein Nahkampf ist er bestimmt nicht verkehrt. Ah, hier kann man ganz gut Steine sammeln. Oder auch nicht. Doch. Man sieht das halt immer so schlecht, wo man Steine sammeln kann oder nicht. Ich meine, da liegen ganz klar Steine, aber du kannst sie nicht nehmen. Dann liegt da. Ja, das sind so Fake-Steine. Die anderen liegen in dieser Größe. Ja, Deko-Steine, genau. Ja, die sind ein bisschen dunkler. Ich habe gehört, wenn die ganz großen Dinosaurier schlägst, kommen viele Steine raus. Das ist so wie bei einer Kuh, die brauchen halt irgendwas hier im Magen da. Das essen so, langsam ja, normal. Ja, das ist so, das liegt auch daran, dass die großen Dinosaurier immer ein bisschen Probleme mit dem Lispeln haben. Und dann nehmen die halt Steine in den Mund und trainieren das so, dass sie es wieder in den Griff kriegen. Das haben schon englische Könige so gemacht. Na, die schlucken auch die Steine zum Verdauen. Ja, gut, deine Mutter schluckt auch, aber nicht zum Verdauen, ne? Sorry. ja. Alle unsere YouTube-Videos laufen übrigens erst nach 22 Uhr. Oh. Mann, den Fabian habe ich jetzt irgendwie wieder verloren. Ich weiß nicht, wo er ist. Nee, ich stehe gerade im Haus. Ach so, okay. Sachen wegbringen. Ich schneide mir jetzt eine Haifischflosse auf den Rücken und schwimme dann bei euch am Ufer. Ja, und dann kriegst du erstmal ein paar Speere und große Pfeile ab und alles Mögliche. Pranks gone wrong. Steine, Steine, Steine. Ich hab schon wieder nichts zu essen mitgenommen. Ich bin ein Idiot. Man merkt richtig, dass Jan gerade nicht da ist, weil halt ansonsten direkt wieder so ein. Ja, ja. Ja, weiß ich. Ein dunkler Bubble, wie er kommt. Ja. Du musst die Steine annehmen. Nimm die Steine an. So. Ah, der ist raffiniert. Aber mir fehlt das ja ein bisschen. Also es wird noch lustig in diesem Let's Play, sobald Jan wieder da ist und irgendwie vor irgendwelchen Dinosauriern panisch davon rennt, wird das, und das sind dann Pflanzenfresser, wird das noch richtig gut. Oh.
guck mal, wir haben schon richtig viel Steine gesammelt. Ja, wir haben auch schon wieder 200-300 hingebracht. So, dann sollten wir jetzt erstmal auch wieder auf Holz gehen. Okay. Und ich suche gerade eine Tribu, bla. Eine Languste. Eine Languste. Ich habe tatsächlich von diesen kleinen Viechern, also jetzt, davon habe ich sogar ein Fossil bei mir zu Hause. Ein handgefundenes. Oh, cool. Ist da auch Öl drin? Nee, leider nicht. Das ist halt nur Stein. Ach, ich habe schon wieder vergessen, Fleisch mitzunehmen. Sag mal, wie doof kann man denn sein, ey? Hast du noch was zu fressen? Bären. Ja, Bären. Kann es sein, dass ihr bei mir in der Nähe seid oder so? Ja, ich bin es. Ah. Wir sollten vielleicht versuchen, deine Rampe, die du da hochgebaut hast, doch noch ein bisschen... Es geht nicht mal so ein Scheiß, Mann. Das ist sau blöd, da fehlt... Da sagt er dann, wenn du weiterbauen willst, entweder von oben oder von unten, dass hier Fundament fehlen würde oder irgendwie... Ach, weil du gerade über dem Felsen bist, Säulen ja. Probiert. Weil du über dem Felsen bist, geht das wahrscheinlich nicht, ja. Hast du schon mal mit Säulen probiert, die zu bauen? Aber das kommt das gleiche drauf aus mit den Säulen. Weg. Sicher? Ja. Also auf jeden Fall kann man die 1A-Fabriken nehmen. Ja, ich aber wir gehen halt so über so eine Schräge von Felsen. Das heißt, der hat unten drunter kein Fundament irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Na, die Säulen, das ist quasi wie ein Fundament, was man stapeln kann. Fleisch wollte ich, sag mal, wie kann man denn so ein Kurzzeitgedächtnis haben? Ja, Großfleisch, wie kriege ich das denn genießbar? Tust ins Feuer. Ja, soweit war ich schon. Feuer haben wir, genau, in der Hütte. Genau, links. Und wenn du was über hast, dann tust du es halt nachher in den Kühlschrank. Hm. Wenn du da in den Kühlschrank reinguckst, dann siehst du, wir haben Cooked Meat und wir haben Cooked Meat Jerk. Und das ist nicht Cooked Meat, wo man drauf gejerkt hat, sondern das ist genau dieses Getrocknete. Da war es auch schon wieder was schlecht geworden. Ach, da hast du die. Ah, da sind ganz viele Narco Berries, cool. Nice. So, was jetzt? Und wenn ich jetzt ins Inventar gehe und Fleisch. Das mit dem Feuer dauert jetzt ein bisschen. Wie viel hast du reingetan? Oh, sorry. Ja, nix, aber ich weiß gar nicht. Ich muss jetzt einfach reindroppen lassen. Einfach oder? Reinziehen, das Fleisch. Was dauert ein bisschen, dann wird's. Wo reinziehen, hä? In das Inventar von dem Feuer. In der Mitte. Ah. Ach, hab ich gar nicht. Ja, dann muss ich jetzt. Naja. So, tue ich die da wieder rein. Okay. Hide brauche ich auch nicht gerade. Ja, wenn man es immer raus hat, geht's. Okay. Ach so, falsche Taste. So. So, Holz. Levelt man dann eigentlich noch, wenn man das macht? Oder nur erst ein paar Level? Du levelst immer für alles ein bisschen. Es gibt halt daran. Es ist halt wieder, dass der Level Cap immer größer wird. Dann kriegst du ja, das ist klar. Oh. So, weißt du nicht so normal? Nee, ich hab's ins Feuer gelegt. Wahrscheinlich verbrennt's gleich, ja. Nee, verbrennt nicht, aber natürlich wird es auch irgendwann schlecht, aber. Ja. Kommen wir gleich und tun das in den Kühlschrank. Hauptsache, du hast jetzt eher genug die... Hunde. Ja. Hunde, wieso Hunde? Du hast jetzt genug Futter. Der ist ein Futter, ja. Auch mal Tetsch oder Wood gerade mehr? Wood. Okay. Aber du kannst mal ein bisschen abwechseln, zwischendurch ein bisschen mehr Thatch machen. Wenn du so einen 100er Stapel Thatch machst, dann schadet das nicht und es kostet auch nicht viel Gewicht.
Oh, ich bin müde. Hä? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ja, ich stehe hinter dir. Was? Jetzt links von dir. Ah, hinter dem Baum. Okay, ja. Ich muss nur gerade meine Axt wieder reparieren. Ja, ich auch. Aber hab ja alles. Wer wird angegriffen? Ich und irgendwas Großes. Das Große, das klingt spannend. Alter, das ist verdammt Großes. Das ist ein Stego. Oh je. Yeah. Falls du im Dino da bist, wäre Hilfe angebracht. Naja, ich versuch schon. Ah, da ist gleich hinten, da ist hinten. Mensch, Fabian. Och, ich bin schon wieder überladen. Epic ich Fist. Mal, ja, ich weiß. Was? Schon weißt wieder? Schon wieder? Dann gehe ich mal. Bist du überladen oder nicht, Fabian? Wahrscheinlich, ich kann mich nicht überbewegen. Ach, oh Gott, Gott. Ich habe schon lange kein Update mehr geladen. Ja. Oh, Mann. Ein bisschen. Ich komme echt nicht dazu. Ich will eigentlich mehrere Folgen hintereinander aufnehmen, ohne zwischendurch anmoderieren. Und jetzt ist schon wieder irgendwie knapp eine halbe Stunde gespielt und ich wollte eigentlich dann einfach nahtlos übergehen. Und jetzt kommt schon wieder ein Server-Update. Länger als eine halbe Stunde können wir nicht spielen. Gibt das mal ein ordentliches Dislike bei deinem Video. Ja. Ich bin nicht schuld. Aber das blöderweise, jetzt sage ich das in Minute 27. So weit guckt ja keiner. Geh mit meiner Laterne. So, jetzt geht's. Ja, ich kann mich halt nur Schrittgeschwindigkeit bewegen und springen geht, glaube ich, auch nicht. Nee. Doch, geht schon. Ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe zum Beispiel 2 oder 3 Spitzhacken gehabt, weil ich die gecraftet habe. Ich dachte, die gehen ganz kaputt. Dabei repariert man die eigentlich nur. Ja, mal einen weggeschmissen. Nee, nee, richtig. Du reparierst ja auch deine Klamotten. Auch selbst wenn du die wenn du die Klamotten nicht selber craften kannst. Du kannst sie aber trotzdem reparieren, soweit ich weiß. Ja, craften kann ich die. So. Ja, aber so gerade die Lederklamotten. Ja, So, ich bin im Haus. Dann aber auch mal ein guter Moment, um offline zu gehen. Okay. Also für mich, ja. Oh, warte mal. Ne, die 5 Holz nehme ich noch mit. Und gut, der Fabian ist raus. Dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Da liegt er. Guck mal, weil ich ziehe mal irgendwo hin. Ich zieh dich mit. Oder wann auch immer ihr das guckt. Also du. Mann, da sitzt das Bett nicht mehr hier unten. Jetzt kriege ich dich nicht mehr dahin gezogen. herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jawohl!